Derp, 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 derp. Mal sehen, ob ich die Schmach von letzter Runde wieder ausgleichen kann. Ich habe ja letztes Mal mit Sylvanas verloren. Leider Gottes. Obwohl wir eigentlich die bessere Mannschaft waren, finde ich. Aber irgendwie hat das Teamplay am Schluss ein bisschen nachgelassen. Heute also mit Malfurion, wenn er so ausgesprochen wird. Malfurion, Malfurion. Nennen wir ihn einfach im folgenden Malf. Und dann geht's auch schon gleich los. Nämlich werde ich Manabrand skillen. Und zwar macht mein Manabrand dann, wie ihr gerade vielleicht gesehen habt, 100% mehr Schaden auf Diener und Gebäude, glaube ich auch. Ne, Diener und Söldner. Gebäude anscheinend nicht. Na gut. Ich versuche nämlich, ich bin natürlich ein Heiler, ganz klar. Ich habe hier meinen Q, der heilt einen Verbündeten. Oder auch mich selber. Ja gut, die anderen beiden sind halt Damage-Spells. Darauf will ich hinaus. Ich möchte heute nicht auf Heilen, sondern auf Damagen gehen. Bam, jetzt ist es raus. Meine Ulti kommt dann auch noch. Ist natürlich der krasseste Regeneration-Spell im ganzen Spiel, würde ich mal sagen. Ich mache dann um mich rum eine Aura, die Verbündete heilt. Man kennt das ja. Hier mein E, wenn Leute da zu lange drin stehen, habt ihr gerade gesehen, werden die gestunt oder gerootet. Ich weiß nicht. Es sind auf jeden Fall Wurzeln, aber ich glaube, es ist gestunt. Die können also auch keine Fähigkeiten machen oder irgendwas. Kann es euch ja nochmal zeigen. Hier mit Arm Jaina. So. Bisschen heilen. Ach, das liebe ich an diesem Spiel, dass das so schön offensiv ist. Das ist von der ersten Sekunde an ist das nur auf die Schnauze hauen. Das ist so geil. Und obwohl ich ein Supporter bin, ein scheiß Supporter, der bei League of Legends überhaupt keine Ehre hat eigentlich und überhaupt nichts zu sagen hat, mache ich hier gut Damage und bin einfach ziemlich OP. Ich finde Malf extrem OP. Und ich finde ihn krasser als Valla und Sylvanas, mit denen ich bisher gespielt habe. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass hier nicht... wie heißt sie? Na, wie heißt sie denn? Sag schon. Nova, dass hier Nova nicht irgendwo irgendwie rumsteht und mich von hinten attackiert. So, wir haben jetzt die beiden Schreine. Okay, jetzt müssen wir die nur noch verteidigen. Wahrscheinlich ist sie hier irgendwo im Busch. Und dann müsste in der Mitte eigentlich jemand rein. Ich mache mal mein E jetzt nicht. Ich kann sie ein bisschen harassen mit meinem W. Aber den E hebe ich mir auf für die hier. Genau. Und tschüss, meine Liebe. Sehr schön. Kann da jetzt mal jemand reingehen, bitte? Jawohl. Ah, schönes Ding. Ja, Jaina, da guckst du, wa? Kannst du so viel Tempel einnehmen, wie du willst? Ist mir völlig egal. Dann mache ich hier... Oh. Mache ich hier nicht die Heilung, sondern den Triant. Der macht nämlich ziemlich viel Damage, soweit ich weiß. Ich habe das ja jetzt schon ein, zwei Runden ausprobiert. Können wir ja mal sehen. Da ist er. Na gut, nach zwei Schüssen tot, aber... Wenn er nicht sofort tot gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich ein bisschen mehr Damage gemacht, ich gebe es zu. Ich schreibe vielleicht mal Miss Nova. Oh, ah, da ist sie schon. Ah, nee, die geht nicht zurück. Ich dachte, die würde zurückgehen. Das ist so ein bisschen Predicten halt hier, was ich mit dem E mache. Ich weiß gar nicht, wie viel Verzögerungszeit dazwischen ist. Das steht da nämlich gar nicht. Steht einfach nur, macht Gegner 1,5 Sekunden lang bewegungsunfähig. Allerdings ist da eine gewisse Zeit dazwischen. Eine gewisse Casting-Time. Oh, gehe ich hier rein? Ich probiere es einfach mal. Ah ja. Ach nee, gleich so viele. Ach scheiße. Okay, das war schlecht. Das war schlecht von mir. Ah, scheiße. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ein herber Rückschlag. Na gut, dann müssen die hier natürlich aufpassen. Aber es ist ja nicht so schlimm, wenn ich früh sterbe. Ich bin ja gleich wieder da. Und wenn ich meine Ulti habe, bin ich quasi untötbar. Haha. Ja, Malfurion. Malf kenne ich noch von Dota. Der war da aber, glaube ich, ein Assassin. Der konnte sich irgendwie über die ganze Karte porten. Und Treants beschwören. Drei auf einmal, glaube ich. Oder vier sogar später. Ich glaube, da habe ich mir mal einen Desolator gekauft. Aber gut, ist jetzt das falsche Spiel. Ich frage mich nur... Wie viel ich davon noch weiß. Gut, hier habe ich den Mule. Der ist ziemlich geil. Da kann ich einfach einen Turm oder hier irgendeinen Brunnen oder was auch immer heilen. Kann ich euch ja mal zeigen, wenn bei uns irgendwas angegriffen wird. Stimmt, ich war ja unten auf der Lane, habe ich ganz vergessen. Ups. Sorry, Demon Hunter. Nee, Illidan ist das. Ein bisschen Damage drücken.
Dass ihr hier nicht denkt, sie hätte die Power hier unten. Jetzt muss ich natürlich wieder aufpassen, nicht dass Nova mir einen Strich durch die Rechnung macht. Na, wahrscheinlich warten die schon hier unten. Nehme ich mal an. Sollte ich vielleicht auch mal langsam... Ah, Nova ist da, okay. Jaina ist auch da, sehr gut. Dann haben wir eigentlich nichts zu befürchten. Ich muss ja nur noch hier stehen bleiben und warten. Sehr schön. Das sind echt Noobs, oder? Die machen ja überhaupt nichts. Ah, schade. Ich glaube, da wäre sie tot gewesen, wenn sie ein bisschen weiter gelaufen wäre. Ah, die dumme Jaina. Schieß mich nur an, so oft du willst, Bitch. Ach, das war ja sogar nur der... Der was auch immer. Oh, verdammt. Zu viel Damage. So, die ist wieder unsichtbar. Oh, oha. Egal, Malfurion killt hier nicht so einfach. Das eine Mal war Glückssache. Jetzt nehmt doch endlich mal den Schrein da oben. Jawohl, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Soll ich vielleicht mal... Ich glaube, ich gehe mal in die Mitte. Oder? Schafft er das? Na, lauf hier, lauf. Lauf hier rauf. Ja, okay, gut. Ah, was? Was ist denn jetzt los? Haben wir einen Drachen? Nee, haben wir nicht. Ah, die haben den eingenommen. Na gut. Ah, so ein Scheiß. Hätte ich vielleicht doch nicht weggehen sollen? Ich weiß es nicht. Auf in den Kampf. Ein bisschen Heilung. Komm, ruf da. Ruf, jawohl. Ja, sehr gut. Nee, das ist die richtige. Verdammt. Warte, warte, warte. Wieso ist der rot? Ach nee, das ist Diablo. Okay. Gut, wir haben den Drachen. Sehr gut. Das war gerade ein kurzer Moment der Unentschlossenheit. Nein, der... Ja, was auch immer. Mir fallen die deutschen Wörter gerade nicht ein. Ich kenne nur das Wort heilen. That's my destiny. So. Zitiere ich mal ein bisschen Worms. Auf in die Schlacht! Ah, weg mit der Uta-Sau. Ja, hätten die mal einen Mule jetzt. Aber bei mir wurde ja immer noch nichts attackiert. Das heißt, es bringt mir alles nichts. Oder? Nee. Gar nichts. Naja, die Gegner sind nicht gut. Da bleibt es nur noch zu pushen und zu warten, bis wir gewonnen haben. Easy peasy. Wuhu. Sollte ich vielleicht nicht so oft sagen, sonst macht mir mein Pech noch einen Strich durch die Rechnung. Drache ist tot. Kein Ding. Wir brauchen keinen Drachen, um zu gewinnen. Ja, obwohl ich jetzt doch mal lieber abhauen sollte. Oder? Na, da ist jetzt aber... Nee. Ich dachte, er wäre tot. Aber anscheinend hat er irgendein Spell, der ihn schneller macht. Kann ich jetzt irgendwann mal meinen Mule hier aktivieren? Oder Mule, wie ich ihn auf Deutsch nennen würde. Oh, ich habe auch gar nicht hier so einen Trank genommen. Als Malph braucht man den einfach auch nicht. Traurig aber wahr. Es ist überflüssig, weil ich einfach zu OP bin. Oh, Sackgesicht. Zurück zur Mauer. Beschützt die Kinder. Ui. Fettes Teil. Oh, schön. Sehr schön. Und alle gestunt. Ich fokus mal wieder den falschen. Oh, der ist gut. Den könnten wir kriegen. Ja, easy. Talent, was haben wir da? Yum. Eisblock, damit ich auch wirklich nicht sterbe. So, jetzt darf ich das aber nicht verwechseln. Nicht, dass ich auf 1 drücke. Um mich unsterblich zu machen für den Eisblock. Oh, komme ich da noch genau richtig? Ja, komm schon. Den haben wir doch. Na, easy. Naja, easy. Was will er denn bitte? Nothing can stop Malph.
was auch immer das gerade war. Keine Ahnung, dafür kenne ich das Spiel noch nicht lang genug. Ich mache ein bisschen Damage hier. Und gehe dann vielleicht mal hier oben hin. Jetzt bräuchte ich natürlich ein bisschen Mana, das wäre nicht schlecht. Kann ich dann irgendwo mein Mule schon rauf machen? Ja, hier, gut, hier, da hab dann. Zack. Komme ich gleich nochmal wieder, nachdem ich tot bin. Oh, oh. Scheiße. Hä? Was war denn das jetzt? Mach doch mal. Ja, wenn ihr mir mal helfen könntet. Na, hier ist auf jeden Fall... Oh, nein. Ihr habt ihn für eine Sekunde gesehen, für eine halbe. Ihr könnt ja auf Pause drücken im richtigen Moment, dann seht das. Mein kleiner Helfer-Mule. Uah, der mir jetzt hoffentlich hilft. Ach, ich habe vergessen, ich kann ja noch mit D, hier mit dem Spell, ein bisschen Mana meinem Kumpel wiedergeben. Sollte ich vielleicht mal wirklich machen. Oh, ist das Nova? Nee, ist das eine Kopie, oder? Natürlich. So, die kümmern sich nicht um ihren Tempel. Oh, fuck. Oh, doch, tun sie. Tun sie. Ich nehme zurück. Da. Da muss der Eisblock kommen. Aber schon verkackt. Ach, Dreck. Wieso ist denn hier oben auch keiner? Was machen die denn da? Wieso pushen die denn? Also, der Tempel ist doch wohl ein bisschen wichtiger als pushen, oder? Oder Champions killen. Heroes killen. Oh. Ja, fast. Also, die Skillshots haben bei... Ach, bei Dota hätte ich fast gesagt, bei League of Legends besser getroffen. Das könnten wir trotzdem hier mal ein bisschen Hilfe gebrauchen. Was machen die denn da unten? Ach, Leute. So, mein Mule hat hier ein bisschen, ja, gute Arbeit geleistet. Alles wieder frisch. Bereit für den nächsten Kampf. Ist übrigens in der Karte mit dem Golem da, mit dem Knochengolem ziemlich gut. Da geht es ja eigentlich in dem Spiel wirklich nur darum, den Golem von den Towern wegzuhalten. Der darf nicht zu schnell zu weit kommen, sonst haut er dir nach dem dritten Golem schon den Nexus fertig. Nicht Nexus, wie heißt das? Den Chor. Wirkungsbereich der Wucherwurzeln. Ja. Und deswegen ist der Mule für diese Karte ziemlich gut, weil der halt diese Gebäude repariert. In 0, nichts. Kann ich ja schon wieder machen, wie ich gerade sehe. Bringt mir jetzt nicht so viel. Gut, ich laufe mal schnell in die Mitte und mach den... Ah, hier bringt er noch weniger. Was ist mit unten? Unten ist noch gar nichts. Na gut, dann hau ich den einfach hier hin. Und tschüss, Nova. Lappengesicht. Und da haben wir auch den Drake. Jetzt mach doch den Drake, mein Kumpel. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, und ich kann den Eisblock nicht aktivieren. Wo sind die denn schon wieder alle? Das kann doch nicht wahr sein. Er hätte sich doch nur da reinstellen müssen, dann hätten wir den Drachen gehabt. Komm, jetzt hier. Sehr gut. Endlich mal einer, der mitdenkt. Wax. Zack. Boah, der geht weit. Sehr schön. So, jetzt hier alle in die Mitte. Was macht MC Hammer da? Nicht. Nicht genug. So, pushing, 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 Leute. Ah, was haben wir denn hier so für Stats? 9 zu 3, oh, nicht gut. Ey, ich habe die meisten Kills als Supporter, aber sonst habe ich hier gar nichts. Noch nicht mal die Heilung habe ich am meisten, das ist echt lausig. Bin doch nicht so ein Pro, wie ich dachte. Aber vielleicht sollte da mal jemand helfen, was ist denn das? Leute, muss ich das wieder machen? Der verreckt doch jetzt. Der arme Uta. Arme Uterus. Ach so, ich kann ihn ja gar nicht heilen, stimmt. Oh oh. Na, da ging mir aber gerade der Kackstift, wie man so schön sagt. Hm, okay, die wollen jetzt hier wirklich alles wegdeffen. Der Mule kam leider zu spät, da habe ich verkackt. Und wir als zwei Supporter können da jetzt nun herzlich wenig machen. Da bräuchten wir echt mal ein bisschen Unterstützung. Jawohl, sehr schön. Hä? Achso, ich hab's abgebrochen. Scheiße. Ah, mir folgt mal wieder keiner, die fokussen alle den Supporter. Dann kann ich auch abhauen, weil der killt mich im 1 gegen 1. Ah, oder ich kill ihn hier. Oder auch nicht. Ich
kill diesen. Diese Wand. Ich sie hasse. Diese Wand. Ach, verdammt. Na gut. Ein bisschen pushen. Kann ich schaden. In 6 Sekunden habe ich meinen Mule wieder. Wo hetze ich ihn denn diesmal rauf? Da ist nichts mehr. Na gut, ich reite mal schnell in die Mitte oder soll ich ein Mercenary Camp machen? Ah, was meint er? Ach nee, ich mache einfach meine Supporterrolle weiter und heile ein bisschen. Warte, bis die Shrines wieder auf sind. In genau 20 Sekunden. Los, Trian, Attacke. Na gut, ich verziehe mich dann schon mal hier zu dem Tempel. Ich würde euch empfehlen, zurückzugehen. Also wir sind 2 Level drüber. Das sollte ein sicherer Sieg sein, wenn wir hier nicht allzu sehr verkacken. Ups, ich war ja schon auf dem Pferd, verdammt. Aha, die olle Jaina. Und der Uther. Oh oh. Auf Jaina, auf Jaina. Hier, auf Jaina. Muss ich ja noch ein Ulti dafür machen. Was ist denn das für ein Spell? Okay, den kenne ich auch noch nicht. Oh, jetzt leckt es ein bisschen. Tut mir leid. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist wieder einer meiner tollen Mitbewohner im Internet und guckt sich HD-Pornos an oder so. Man weiß ja nie, welchen Schweinkram die da machen. Nein, natürlich nicht. Ein Schild ist gut. Schild klingt immer gut. Oh, es macht, ist das ein Ulti oder was soll das sein? Also seine heroische Fähigkeit in dem Fall. Ah, ich bleibe am besten gleich hier und stelle mich hier schon mal rein. So, jetzt beschütze mich mein lieber MC Hammer. Damit ich jetzt auch mal fett einen auf Drachen machen kann. So, falls ihr euch gefragt habt, wann die Drachen in Game of Thrones kommen. Jetzt. Zack. Easy peasy. Was ist das denn hier zu trümmern? Achso. So, jetzt hier alle pushen, alle pushen. Und drauf. Der macht hier, glaube ich, auch Damage an Gebäuden. Ja, genau. So, Jaina kann wieder schön zurückgehen. Die brauche ich nämlich nicht. Oh, warum leckt es denn jetzt hier so krass? Ui, ui, ui. Das ist aber gar nicht cool. Aber das ist ja, hat ja auch nichts zu bedeuten, wenn ich hier gleich Ende Gelände mache. Oh, scheiße. Der war fies. Stirbt die noch? Nee, tut sie nicht. Sehr gut. Das war schön gemacht. Können die jetzt mal bitte hier endlich kommen? Was ist denn das? Ah, da mache ich halt hier den Brunnen so lange fertig. Oder ihn hier. Was mir das bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber meine Drachenform ist ja sowieso bald vorbei, wie diese orangene Leiste hier aussagt. Und wenn mir keiner hilft, die Core zu pushen, dann ist das halt so. Leider, leider, leider. Jetzt kann ich wenigstens wieder heilen. Mit wem fange ich denn an? Wir haben ja alle volle Leben. Ach, er schießt hier. Okay, sehr gut. 3 Gegner sind tot. Ah, dann kill ich hier noch. Wegen den EP, den Brunnen. Oh, 4 Level höher. Sehr schön. Das ist es. Das nenne ich mal ordentlich. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ja, hat anscheinend was gebracht, weil ich jetzt gewonnen habe. So, mache ich nochmal schön den Eisblock. Habe ich gar nicht meine super Schildfähigkeit hier aktiviert, die Nummer 3. Und mein Mule auch nur 2-mal, glaube ich, oder 3-mal. Gut, das wäre es dann für heute und ich wünsche euch noch viel Spaß im Internet. Ja, falls es euch gefallen hat, ne, ihr kennt ja das, den üblichen Mist. Liken, kommentieren, subscriben. Wir sehen uns.